wenn man nach 44 Jahren aus der SPD austritt und zu der Partei Die Linke übertritt und auch zu der Fraktion, dann ist das kein einfacher Schritt. Das war ein langer Zeitraum in der Überlegung und es bedarf auch dann konkret noch eines Anlasses. Und mich sprechen viele Bürgerinnen und Bürger an, die verärgert sind, ob der Aussagen von Pierre Steinbrück, was die Kosten seines Weines betrifft, wie viel er als Kanzler haben möchte, dass das einfach entsprechend so nicht ausreicht. Man vergleicht sich mit Bankern. Ich glaube, man sollte Politik aus dem Anspruch heraus machen, dass man für die Bürgerinnen und Bürger was macht und nicht die finanziellen Situationen in den Vordergrund stellen. Das hat dann letztlich für mich auch noch die Entscheidung beflügelt, diesen für mich nicht einfachen Schritt zu tätigen. Das andere ist, ich war innerhalb der SPD in vielen Funktionen Mitglied des Bezirksvorstands, habe das Forum gegen Rechts geleitet und stellvertretende Unterbezirksvorsitzende und ich war auch am Regierungsprogramm mit beteiligt. Das Regierungsprogramm der SPD ist in vielen Punkten nicht zugespitzt und in vielen Punkten ganz einfach aus meiner Sicht nicht für viele Bürgerinnen und Bürger vertretbar. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe immer im Bereich des öffentlichen Dienstes in meiner Landtagstätigkeit weiter betreut. Der öffentliche Dienst hat sich hier ausgezeichnet, dass eben im Grunde genommen Schwarz-Gelb den öffentlichen Dienst geschröpft hat. Die Bezirksregierungen sind abgeschafft worden. Es hat dazu geführt, dass viele Betriebe und Behörden verkleinert worden sind. Und ich hätte mir für die Beschäftigten ein klareres Signal gewünscht, wie denn eine Verwaltungsstruktur in Niedersachsen auszusehen hat. Klar ist, dass wir keine Bezirksregierung alter Couleur mehr wollten. Das wird auch bei einem Regierungswechsel mit den Linken nicht stattfinden. Aber ich glaube, das ist eine Sache, wo wir ein eindeutiges Signal in Richtung der Beschäftigtenhetzen setzen müssen, wo auch die Form des Beamtenrechts verhandeln statt verordnen in den Vordergrund steht. Der nächste Punkt des Regierungsprogramms ist der Bereich Integrationspolitik. Sie wissen, dass ich in diesen Bereichen auch viel gearbeitet habe. Wir haben immer gesagt, Integrationspolitik muss eine Querschnittsaufgabe sein. Das muss angesiedelt werden in der Staatskanzlei, nach Möglichkeit mit einem Staatssekretär oder einer Ministerin und Minister. Und ich hätte es gut gefunden, wenn dort jemand ausgewählt worden wäre, der Migrationshintergrund hat. Das hat nicht stattgefunden. Die Entscheidung war, dieses ehrenamtlich zu bringen. Das reicht nicht aus. Wir haben als SPD, wir in der Vergangenheit, ein Gesetz zur Teilhabe und Partizipation erarbeitet. Dieses Gesetz ist nicht ins Verfahren eingebracht worden. Das wäre ein gutes Zeichen auch an die Menschen mit Migrationshintergrund, die viele, viele Jahrzehnte hier in Niedersachsen wohnen, gewesen. Das andere ist, die Landesregierung hat die Landeszentrale für politische Bildung abgeschafft. Das war ein Instrument, wo in vielen Bereichen mit einer parlamentarischen Kontrolle gute Bildungsarbeit gemacht wurde. Das ist übertragen worden dem Verfassungsschutz. Das geht nicht. Und ich hätte mir dort ein klares Signal gewünscht, wie denn eben Politik weiter aussieht und dass wir eine Landeszentrale für politische Bildung zwingend brauchen, unter anderem auch, um die Ursachen von Rechtsextremismus untersuchen zu können und dort eben auch Veranstaltungen durchführen zu können. Das steht nicht drin, das hat mich ziemlich verärgert. Es hat auf dem Parteitag etliche Gegenanträge gegeben, die leider nicht mehrheitsfähig waren. Und ich sage mal so, ich bin seit 1995 Vorstandsvorsitzender der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Jetzt durch das Glücksspielgesetz sind wir in einer etwas entspannteren Situation, was unsere Finanzierung betrifft. Aber wir haben in der Vergangenheit Beratungsstellen schließen müssen. Und da wäre auch ein klareres Bekenntnis für Verbraucherpolitik im Regierungsprogramm aus meiner Sicht im Endeffekt drin gewesen. Vielfach wird spekuliert, dass ich aus persönlicher Verärgerung die Partei verlassen habe. Das stimmt nicht. Ich habe nach meiner Niederlage im Wahlkreis 24 sofort wieder nächsten Tag im Landtag gearbeitet, habe aktiv meine Themenfelder im Grunde genommen vorangetrieben und dort auch ehrenamtlich für die Partei im Wahlkreis gearbeitet und meine ganzen Termine wahrgenommen. Also das ist eine Unterstellung, mich zu so einem Racheengel plötzlich spontan, wenn ich ein Dreivierteljahr vor meiner Arbeit gut ausübe, dann hoch zu stilisieren. Das ist das jetzt erstmal ganz kurz.